Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranger Things. Ja, in der letzten Folge haben wir Billy besiegt im Freibad. Zumindest zwischenzeitlich besiegt. Wir haben ja dann in der Videosequenz am Ende gesehen, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und jetzt sind wir im Keller und müssen Pläne schmieden. Schauen wir mal. Joyce, Hoppa, wir müssen nach Hess fahren. Ja, wir müssen herausfinden, wer diese Verbrecher sind. Ihr jagt Russen? Ich auch. Ich werde bei Steve vorbeischauen. Was machen wir wegen Billy? Wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht weiß Miss Driscoll mehr. Wir müssen ins Krankenhaus. Zurück in den Keller. Abgeschlossen. So. Jede Menge neue Quests. Farmrazzia. Hess Farm durchsuchen. Krankenhausprügelei. Rede mit der Notaufnahmeschwester im Krankenhaus. Da müssen wir nach Miss Driscoll suchen. Und Rückkehr der Codebrecher. Damit beginnen wir doch. Das ist doch ein netter Anfang. Da müssen wir wieder was Russisches übersetzen. Ich weiß nicht, ob das bisher Glück war, dass wir bisher immer die richtige Übersetzung gefunden haben. Haben wir aber tatsächlich bisher immer. Also immer. Ganze zweimal. Wir erinnern uns an die Silberkatze. Und was war das zweite? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber schauen wir mal. Alle guten Dinge sind drei, denke ich. Einmal in die Mall. Runter zu Scoops Ahoy. Einen Milchshake trinken und ein bisschen Russisch übersetzen. Was man eben an einem Samstag in der Mall so tut. Hey, Dustin, wir müssen noch einen Satz enträtseln. Willst du es versuchen? Ich bin dabei. Gut, es ist Zeit für Helden. Mal sehen. Ich lasse die Sendung abspielen. Klingt wie... Piesli, wie Nastupi, Oslekta. Vielleicht? Trittst du, springst du? Springst du? Springst du leicht? Springst du schnell? Trittst du leicht? Trittst du schnell? Springst du leicht? Springst du schnell? Ausgezeichnet. Ich denke, ich lerne Russisch. Aber Robin sollte es sich vielleicht ansehen. Dritter Satz. Bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Wenn du schnell springst, bitte überlass Übersetzung den Experten. Es heißt, wenn du leicht trittst. Oh nein. Gerade noch drüber gefreut, dass wir bisher immer richtig waren. Und jetzt... Treten? Reifen? Oder vielleicht Füße? Prüfe deine Übersetzungsanstrengung mit Robin. Das haben wir doch gerade gemacht. Ah. Sucht innerhalb Starcourt nach einem Ort. Bezogen auf dem Hinweis. Ein Schuhladen. Guten Tag. Beim Imperial, ach genau, da war was mit Panda. Da haben wir nach einem China-Restaurant Ausschau gehalten. Limo brauchen wir nicht. Da kommen wir nicht rein. Aber trittst du leicht, würde ja nach einem Schuhgeschäft. Wenn du leicht trittst, natürlich, Kaufmannsschuhs. Ich sah an der Ladenrampe auch Kaufmannsschachteln. Die verstecken dort definitiv was. Ich muss Steve und Robin sagen. Wow, jetzt sind wir einfach nur die Rolltreppe hoch, damit er den Geistesblitz hatte. Den hatte ich schon 30 Sekunden vorher. Lynx Corporation, Kaufman Shoes, Imperial Panda. Alle verschlüsselten Nachrichten handeln von Starcourt. Die Russen sind in Starcourt. Wow, ich glaube, er hat was gefunden. Das müssen wir schlau anpacken. Robin und ich prüfen die Laderampe. Wir sprechen uns später. Tu nichts ohne mich. Würde mir nie einfallen. Okay. Aber das dürfen wir noch nicht jetzt tun, oder? Nee. So, dann, dann gehen wir mal ins Krankenhaus zuerst, ne? Schauen wir mal, was die gute alte Miss Driscoll so macht. Wir hoffen doch, dass es ihr besser geht. Ich würde jetzt gerne wieder Elfie spielen. Ich glaube, Elfie war hier. Elfie ist nämlich... angriffstechnisch eigentlich somit die stärkste und mir fällt gerade ein, als zweite, sie, weil sie hat die Sani-Fähigkeit, sprich sie schmeißt Heilmünzen oder Heilherzen auf den Boden, wenn wir den Skill aktivieren. Was uns schon ein, zwei Mal den Poppes gerettet hat. So. Krankenhaus Hawkins, Notaufnahme. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Doris Driscoll.
Sie wurde vorhin aufgenommen. Ich bin ihre Enkelin. Och, die Arme. Sie wurde von der Presse belästigt. Ich darf nur Familie zu ihr lassen. Zum Beweis brauche ich zwei Informationen. Ich brauche ihr Geburtsdatum und ihren Mädchennamen. Was? Wie? Wie können Sie es wagen? Tut mir leid, sie ist nur aufgewühlt. Wir müssen mitspielen. Vielleicht finden wir die Antwort, wenn wir uns umsehen. Okay, okay. Schleichen wir uns ins Aktenzimmer. Die haben sicher Infos zu Driscoll. Beeilung. Wenn der Schinder sie erwischt hat, sind hier alle in Gefahr. Okay, okay, okay. Schlüsselkarte Level 1. Mike, das ist deine Chance. Für eine Versöhnung. Rede mit Elf. Ich versuch's. Hey Elfie, willst du einen Schokoriegel haben? Ja. Dein neuer Look gefällt mir sehr gut. Danke. Max hat mir geholfen. Womit hast du das bezahlt? Mit der Kreditkarte. Ich kann das nicht mit ansehen. Was will er hier? Oh je. Oh. So, sind wir wieder voll mit Verbandskasten. Ich muss das aufkriegen. Hier dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Hallo? Ach, da, hä? Ah. Okay, müssen wir sie jetzt rauslassen, oder was? Ich habe schlechte Nachrichten. Sieh mal, das ist unsere Chance. Los! Ja, dann soll die mal da... Hallo? Die backt jetzt, oder? Nein! Sie backt fest. Okay, dann müssen wir ganz kurz an der Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich dann ohne Game-Changing-Bug. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir probieren es jetzt nochmal. Schauen wir mal, gerade nochmal neu geladen, ob das jetzt wieder funktioniert. Steht nur für Mitarbeiter. Ah, das sieht doch schon besser aus. Wir gehen dir diesmal nicht entgegen. Nein! Ah, jetzt, okay, boah. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Das ist unsere Chance. Oh! Okay. Alter! Hallo, wir sind hier in einem Krankenhaus. Sie sollen uns helfen, nicht uns Wundbenzin. Wer sind Sie? Okay. Ihnen ist also völlig egal, dass hier gerade eine wild gewordene Ärztin uns mit Molotow-Cocktails abschmeißt. Dann muss es dir echt schlecht gehen. Alter! Sunny! Hilfe! Boah! Alter! Leute! Was sind das für Ärzte? Gut, dass wir gerade Medikits gekauft haben. Oha! Boah, die sind aber... Also diese Wurfgegner, die sind echt schrecklich. Erste-Hilfe-Kasten, sehr gut. Die Patienten interessiert das auch gar nicht, ne? Dass wir hier... Also, scheinbar ist das in Hawkins normal, dass man von Ärzten angegriffen wird, wenn man irgendwas betritt, was man nicht betreten soll. Oh, was haben wir hier? Mul, Geld. Und... Schon ist die Tür offen. Jetzt gucken wir noch, was an dem Computer ist. Ah, es ist ein Computer. Okay. Ist anscheinend der Pausenraum der Krankenschwester. Ja. Ich glaube, die Krankenschwestern haben dann aber... Uah, nein! Die haben dann aber irgendein Problem. Das ist Driscolls Tasche. Die bunkern sie wohl hier im Pausenraum. Ist die Führerschein da drin? Ja, sie ist am 16. August 16 geboren. Jetzt müssen wir nur noch das Aktenzimmer finden. Alter Schwede. Was ist los mit denen? So. Hallo? Jetzt hat... Selbst in der Dusche sind Schwestern. Einmal Sunny, bitte. Danke. Ey, das ist echt... Das ist nicht fair, was die machen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Ekelbrühe da weg ist. Sehr gut. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Boah, Fuego. Boah, Alter. Also die sind... Die sind ja schlimmer als die Endbosse bisher in dem Spiel, ne? Das ist eine ganz böse Kombination, die hier gerade haben.
Also, es stört scheinbar aber auch prinzipiell keinen, dass wir hier in dem Krankenhaus gerade kämpfen wie bescheuert. Also, das muss ja sehr korrumpiert sein hier. Und Ratten. Natürlich. Wo das Auge... Hey, wer macht hier den Strom aus? Wo das Auge nur hinschaut, überall Ratzkis. Wir haben immer noch keinen kleinen Charakter, der da rein kann. Ah, funktioniert mit, nur mit der Schlüsselkarte. Muss jemand Winziges rein? Ja, ich dachte eigentlich, dass Will winzig ist, aber scheinbar brauchen wir diesen Charakter, den ich noch nicht identifiziert habe. Wer das sein könnte. So. Waren wir jetzt... Ah, da, schaut mal, da links wäre noch eine Möglichkeit. Oha, oha. Bin ein bisschen entsetzt tatsächlich, dass wir hier vom Krankenhauspersonal, das uns eigentlich helfen soll, attackiert werden. Finde ich nicht gut. Ach, schau mal. So, können wir nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten hier mitnehmen. Den brauchen wir anscheinend. Mehr, als ich gedacht hätte. Viel mehr, als ich gedacht hätte. Mul binden. Hauptsache Mul liegt rum. Oh. So. Was haben wir jetzt hier? Turnschuhe, Turnschuhe und extravagantes Shampoo. Kaugummi? Nochmal Kaugummi? Warte, wir gehen wieder auf Elfi nur. Okay. Also hier ist jetzt auch nicht... Also wir brauchen die Schlüsselkarte Stufe 1. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo wir die herbekommen. Gehen wir nochmal den Weg kurz ab. Irgendwas werden wir übersehen haben. Oh, was ist da noch? Ah, Wundbenzin. Okay, einfach nur was zum Basteln. Ah, die Musik im Hintergrund ist so schön. Hallo? Geh da durch. Wir waren schon hängen geblieben an der Stelle. Ah, guck mal den Computer hier. Es ist ein Computer. Übrigens, die Bilder von den Händen sehen irgendwie aus wie Freddys Clown, finde ich. Das erinnert mich immer an Freddy Krueger. Okay, ich muss das aufkriegen. Hier muss wer Winziges rein. Und hier brauchen wir die Schlüsselkarte Stufe 1. Genau dazwischen ist der... Aber vielleicht haben wir jetzt den Raum hier unten aufgekriegt. Verstehe, verstehe. Alles klar. Gut. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werden wir dem Krankenhauspersonal, das jetzt noch steht, den Rest geben. Bis dahin, ciao.